Hochwasser gehört seit jeher zum Kreislauf der Natur. Es reichert das Grundwasser an, liefert Nährstoffe und ermöglicht es den Flüssen, wieder neue Wege zu finden. Dadurch, dass wir Menschen immer mehr Gebiete besiedeln, kann Hochwasser gefährlich werden. Der Klimawandel kann die Gefahr noch verstärken. Es kommt zu häufigeren und oft sehr kleinräumigen, stärkeren Niederschlägen. Maßnahmen, um Hochwasserschäden zu reduzieren, werden also immer wichtiger. Das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, Länder und Gemeinden sorgen für viele Maßnahmen wie Hochwasserschutzdämme und Rückhaltebecken. Sie halten Schäden möglichst gering. Aber einen hundertprozentigen Schutz vor Hochwasser gibt es nicht. Das kannst du beitragen, um dein persönliches Risiko zu reduzieren. Informiere dich am Gemeindeamt, ob es einen Gefahrenzonenplan gibt und schaue ihn dir an. Liegt ein Haus oder Bauland in einer roten oder gelben Zone, wird von einem Kauf abgeraten. Wenn dein Haus hochwassergefährdet ist, sorge für Schutzmaßnahmen wie entsprechend ausgestaltete Fenster und Türen, Dammbalken oder Sandsäcke. Verzichte auch auf Ölheizungen im Keller. Bei längeren Regenfällen verfolge laufend Warnungen und halte dich daran. Informiere dich bei deiner Gemeinde oder in deinem Bundesland oder unter www.hora.gv.at. Und zuletzt, behalte dein Wissen nicht für dich, sondern teile es.